Hallo und herzlich willkommen bei GamesTV24 Daily. Und wir starten die heutige Ausgabe unserer News Show mit einem kleinen mysteriösen Rätsel, so ein bisschen, ja. Denn Metal Gear Solid 5 ist ja jetzt erschienen. Ja. Das ist jetzt, das Rätsel? Nein, das ist nicht das Rätsel. Okay. Das Rätsel ist, es gibt zwei Rätsel quasi. Das eine Rätsel ist, was macht eigentlich der Hideo Kojima jetzt? Ja, nachdem Silent Hills ja leider wohl nichts wird. Und ob jetzt das, was da aufgetaucht ist, vielleicht sein neues Projekt ist. Ja, was ist aufgetaucht? Eine Teaser-Webseite zu einem Spiel namens Blackhound ist aufgetaucht. Ja. Die Teaser-Webseite kann man sich anschauen selber unter der recht ungelenken URL ingsoc.org, auch eingeblendet. Und ja, da gibt es ein recht kryptisches Teaserbild eigentlich nur und die Information, dass das ein Spiel ist, das für PlayStation 4, Xbox One und eine noch unangekündigte Nintendo-Konsole erscheinen soll. Oh. Mit einem Timer, der nach unserer Zeit auf den ja frühmorgen am 12. September runterzählt. Nach US-Zeit dürfte es auf den 11. September runterzählen. Das kann man ja, das wäre nicht so provozierend, ja, finden, ja, oder ja, auch nicht, wer weiß. Was das jetzt aber mit Hideo Kojima zu tun haben soll oder könnte, ist, dass der Titel der Seite lautet A, ganz viele Platzhalterchen, Game. Game. Was natürlich daran erinnert, wie bei Metal Gear Solid Spielen meistens draufstand oder auch nicht mehr draufsteht, bei Phantom Pain, Hideo Kojima Game. Und rein zufällig haben diese Platzhalter auch eine Länge, dass Hideo Kojima da reinpassen würde. Genau, also nicht er, sondern sein Name. Ja, ist das Rätsel, ist es tatsächlich der Herr Kojima? Ist es Blackhound tatsächlich das neue Spiel von Hideo Kojima? Oder ist das Ganze ein billiger Marketing-Gag? Wir haben auch schon drüber diskutiert und ich sage, das ist das neue Spiel von Hideo Kojima. Weil so ein Marketing-Gag, da jetzt alle würden sich drauf freuen, Mensch, der Hideo hier, sein neues Projekt Blackhounds, das passt vielleicht auch irgendwie so zu Metal Gear Solid, weißt du, Blackhounds. Und dann steht da Chris, wie auch immer, irgendwas Chris Game. Huber. Chris, ja. Ja, also von daher. Ja, man würde, also ich meine, für irgendwelche PR-Stunts ist er ja nur bestens bekannt. Ja. Nun würde man, glaube ich, normalerweise annehmen, dass das eigentlich fast ein bisschen zu billig ist, um tatsächlich von ihm zu sein. Andererseits könnte man dann auch wieder vermuten, gerade weil es dann doch irgendwie nicht ganz so wirkt, als wäre es von ihm, ist es dann vielleicht doch von ihm. Es ist halt Hideo Kojima Mindfuck. Also genau. Wir wissen dann bald, was wirklich dahinter steckt. Richtig. Weiter geht's mit den Zwergen. Und zwar dem Spiel, das auf dieser Romanserie von dem deutschen Autor Markus Heitz basiert, nämlich Die Zwerge. Das Spiel, das haben wir auch zum Beispiel auf der Gamescom schon sehen können. Jetzt ist dazu eine Kickstarter-Kampagne, beziehungsweise die Kickstarter-Kampagne gestartet. Es handelt sich bei Die Zwerge um einen Mix aus Strategie und Rollenspiel und die Hauptfigur, jetzt so einen schönen zwergischen Namen, nämlich Tungdil. Ich weiß nicht, ob das ein Charakter aus den Büchern ist. Ich glaube, das sind alles Charaktere. Wahrscheinlich schon, ich habe es nämlich nicht gelesen. Auch seine Mitstreiter, die kennt man, glaube ich. Genau, mit diesen Mitstreitern zieht er durchs Land, erledigt Aufträge und legt sich dabei regelmäßig auch mal mit extra vielen Gegnern an. Ja, soll eine Mischung eben aus Strategie und Rollenspiel sein, ein Taktik-Rollenspiel, wo eben viel gekämpft wird und gerade diese Massenschlachten dann auch von vergleichsweise wenigen Helden mit vergleichsweise vielen Gegnern sollen auch sehr, sehr realistisch umgesetzt sein durch eine Simulation, die da im Hintergrund läuft, die zum Beispiel, wenn man jetzt im Kampf einen Vorderer, ich weiß nicht, ob man gegen Orks kämpft, aber nehmen wir einfach mal an, da kommt ein Ork, eine Ork-Armee, man schubst den ersten so zurück, der dann so in seine Hintermänner so reinspringt und das soll dann eben auch physikalisch korrekt dann simuliert sein, wie sich das genau auswirkt, wenn da einer in die Hintermänner reinfliegt und so. Klingt ja ganz lustig. Spannend, ansonsten erkundet man halt die Welt, erledigt Quests und so weiter und so fort. Soll Mitte 2016 für die aktuellen Systeme erscheinen, also PC, Xbox One und PS4. Stammt von den deutschen Entwicklern bei King Art Games, die kennt man unter anderem auch schon von Kickstarter über The Book of Unwritten Tales. Da war der zweite, lief ja auch über Kickstarter oder über Battle Worlds Chronos. Genau. Und die wollen 260.000 US-Dollar haben. Da sind jetzt nach gut einem Tag schon 80.000 zusammen oder sogar über 80.000. Ja. Also sieht so aus, als dürfte sich das ausgehen mit dem Ziel. Wer auch noch Geld draufwerfen möchte, ist noch Zeit. Einfach mal auf der Kickstarter-Seite vorbeischauen. Genau.
Wir warten auf die Zwerge. Wir warten auch auf Firmware 3.0 von Sony für die PlayStation 4. Und jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die offiziellen Features, die es da geben soll. Und eine Sache, die finde ich persönlich total super, nämlich der Online-Storage, also der Cloud-Speicher der Konsole, der hatte jetzt vorher magere 1 GB. Jetzt hat er 10 GB. Das ist, wenn man relativ viele Spiele spielt und dann Spielstände und so weiter hochlädt, eine sehr, sehr gute Geschichte, finde ich. Ja, ansonsten gibt es auch noch diverse neue Social-Funktionen, die sicherlich nicht jeden interessieren werden. Also es gibt die Möglichkeit, innerhalb des Freundeskreises irgendwie so Gruppen anzulegen. PSN-weit gibt es die Möglichkeit, gleich ganze Communities anzulegen, wo man sich austauschen kann. Man bekommt wohl auf dieser Freundesseite noch ein bisschen mehr Informationen darüber, was die Freunde gerade spielen. Also das wird alles ein bisschen einfacher. Man kann dann irgendwie 10 Sekunden Videoclips auf Twitter hochladen, wenn man das möchte oder nicht. Oder die PlayStation-Kamera aktivieren und mal gucken, was der Freund so im Wohnzimmer macht. YouTube-Livestreaming ist insofern aktiv, als dass man von der PlayStation dann auch auf YouTube Gaming streamen kann. YouTube Gaming in Deutschland ist ja noch so eher halb funktionsfähig, aber irgendwann wird das ja hier auch nochmal größer. Das sind so die größten Änderungen, die da anstehen. Ich glaube, was den meisten wahrscheinlich tatsächlich am besten gefallen wird, ist der Speicherplatz. Genau. Es gab ja neulich eine E-Mail, da konnte man sich für die Beta anmelden, für diese PlayStation 4 Firmware. Vielleicht kann der ein oder andere sich das ja vorher mal anschauen. Ja, soll bald erscheinen. Und apropos Beta, die steht ja auch noch bevor für eines der im Winter wahrscheinlich meist erwartetsten Spiele, Star Wars Battlefront. Und die Beta hat noch keinen konkreten Termin, aber zumindest ein Zeitfenster. Anfang Oktober heißt es nämlich, soll die Battlefront Beta starten und verfügbar sein für alle Systeme, also PC über Origin, PS4 und Xbox One. Und man weiß auch, was man da spielen kann. Richtig, und zwar den Kampfläuferangriff auf Hoth für insgesamt 40 Spieler. Wer auch dabei ist, sind zwei sehr, sehr wichtige Charaktere aus dem Star Wars-Universum, nämlich Luke Skywalker und sein Papa Darth Vader. Außerdem Spoiler. Gibt es die Koop-Mission auf Tatooine zu spielen und ein neuer Modus Abwurfzone soll ebenfalls in die Beta kommen. Details dazu aber folgen noch. Ja, soll ohnehin noch ein paar Updates geben, wie die Beta dann genau anlaufen tut sie dann hoffentlich Anfang Oktober. Dann gibt es noch eine Information zur Beta, passend soll wohl auch auf der offiziellen Webseite eine Companion-Erfahrung heißt es in der Ankündigung. Was auch immer eine. Wir haben ja nicht genug Companion. Companion-Erfahrung ist auch irgendwie so eher was für Erwachsene, glaube ich. Aber jedenfalls gibt es das dann vermutlich, wenn es fertig ist, auch als App. Da gibt es ein Strategiekartenspiel angeblich drin und man kann sich wohl auch Credits fürs Spiel da verdienen, muss ich so ein bisschen, mal gucken, was das wird. Companion-Apps, man mag sie oder man mag sie nicht, aber die Battlefront Beta auf alle Fälle im Oktober. Genau. Ach, diese ganzen Apps. Eigentlich braucht ihr nur eine App. Und das ist die von GamesTV24. Kostenlos für iOS, Android und Windows Mobile. Ladet sie euch runter. Ist eine schöne Sache. Da findet ihr auch jede Menge Videos. Jetzt zu Metal Gear Solid 5 beispielsweise. Zu Mad Max hatten wir ganz viel. Zu den weiteren Releases. Natürlich werden wir Star Wars weiterhin betrachten. Wenn denn Blackhound ein Kojima-Spiel ist oder nicht. Das ist uns egal. Auch das Spiel werden wir betreuen. Also von daher, holt euch die App. Bis dann, bis morgen. Tschüss.